Ladies and gentlemen, friends and supporters of the Center for Advanced Study Law as Culture, dear students of my class Law as Culture. Meine Damen und Herren, ich werde heute nicht wie geplant von dem Max-Weber-Raum aus zu Ihnen sprechen, sondern es im Durkheim-Salon versuchen, der mit unserer Thematik, wie Sie sehen werden, durchaus verbunden ist. Denn Emil Durkheim hat einige interessante Theorieanregungen geliefert, mit denen wir auch das heute zu verhandelnde Thema näher angehen können. And the topics are two. On the one side, too short. On the one side, I would like to explain to you the general relationship of the legal sphere to that of the communal sphere. And this can be discussed through relations to family law, to neighborhood, to the European community, etc., as you will see. And this is a kind of preparation for the second part, namely to deal and to have a look with the corona crisis from the point of view of the center's main interest, namely the law as culture paradigm. That's the project for today. And instead of reading you a paper, a working paper, I will just talk about the paper and hope to do it in a way that you find some appetizing interest in being interested to read the paper concretely as it will be presented on our website. Meine Damen und Herren, und da wechsle ich jetzt ohne irgendwelche Hemmungen ins Deutsche, was meine Muttersprache ist und mir auch eher ermöglicht, nicht nur frei zu sprechen, sondern hoffentlich auch die Hauptbotschaft an Sie zu vermitteln. Wir leben in unruhigen Zeiten, wir leben in völlig ungewöhnlichen Zeiten, wir leben in Zeiten, in denen aber auch die Geisteswissenschaften etwas tun können. Natürlich schauen wir darauf, was die Mediziner machen, die Virologen und die Epidemiologen, und wir lernen sogar wahrscheinlich demnächst dieses schwierige Wort richtig auszusprechen, bei dem die meisten von uns ständig irgendwie stolpern. Das Thema ist irrsinnig faszinierend für den sozialwissenschaftlichen Beobachter. Angela Condello, ein ehemaliger Fellow, eine junge Dame, die heute in Messina lehrt, hat es völlig zu Recht als ein riesiges Laboratorium bezeichnet. Und so gibt es interessante Einsichten, gerade aus der Sicht der Geisteswissenschaften, die ich nicht in Konkurrenz sehe zu den medizinischen Analysen und den Untersuchungen, die Herr Kollege Streeck etwa in Heinsberg unternommen hat und über die wir gestern unterrichtet worden sind, sondern als eine andere Art des Zugangs und wie sich diese kulturwissenschaftliche, humanwissenschaftliche Seite zu der medizinischen verhält, ist auf interessante Art und Weise von Maria Carla Gadegusch-Bondio analysiert worden und auch tatsächlich auf unserer Website bereits zu finden, wo nämlich eine Reihe von Beiträgen von Freunden, Förderern des Kollegs, ehemaligen Fellows und auch gegenwärtigen Fellows zusammengetragen sind, die sich mit der Corona-Krise im Lichte des Law as Culture Paradigms befassen. Was ich heute also machen möchte, ist zunächst Ihnen ein paar Hinweise darauf zu geben, wie man das schwierige Verhältnis von Gemeinschaft und Recht eigentlich näher sich zurechtlegen kann, sodass es soziologisch interessant wird, und vielleicht noch eine besondere Schärfe erreicht, wenn wir im zweiten Teil uns mit der Corona-Krise befassen werden und hierbei das Law as Culture Paradigm einmal systematisch durchspielen werden. Was hat es denn eigentlich an Neuem anzubieten? Wir werden doch überschüttet mit Informationen, auch mit Analysen, in Feuilletons, en masse einfach. Kann es da überhaupt noch irgendetwas Neues geben? Das müssen Sie am Ende entscheiden. Und ich bin einmal gespannt, ob ich Ihnen ein paar Ideen heute werde vermitteln können. Zunächst einmal. Die allgemeine Beziehung von Recht und Gemeinschaft. Diejenigen, die sich mit der Geschichte der Sozialwissenschaften befasst haben, wissen, wie schwierig das Konzept der Gemeinschaft ist.
Es ist kontaminiert dadurch, dass es einen Missbrauch im Nationalsozialismus gegeben hat, wo es überall nur so von Gemeinschaften gewimmelt hat und die vor allem einen Sinn hatten, Gleichschaltungen vorzubereiten und zu befördern, linguistisch sozusagen zu untermauern und andererseits aber auch individuelle Perspektiven und individuelle Kräfte, Freiheitsräume zu unterdrücken. Daher ist das Konzept belastet. Aber die Frage ist, ob wir darauf wirklich vollständig verzichten können. Ich glaube meinerseits nicht. Ferdinand Tönnies jedenfalls, der Ahnherr dieser Gemeinschaftstheorie, ist völlig unverdächtig irgendeiner ideologischen Verirrung in dieser Hinsicht. Er hat vielmehr eine analytische Unterscheidung von Gemeinschaft und Gesellschaft vorgenommen, die er aus den Sprachgewohnheiten im Deutschen hat herleiten wollen, zum Beispiel daraus, dass wir von Aktiengesellschaft sprechen, andererseits aber von Forschungsgemeinschaft, da käme niemand auf die Idee, dann von Forschungsgesellschaft zu sprechen, und sozusagen implizite, in der Sprachgemeinschaft verwurzelte Differenzen aufgreifen wollte, um daraus soziologische Grundkategorien zu bilden. Diese Grundkategorien sind aber keineswegs jetzt nur in der historischen Schublade geblieben, sondern ein Max Weber zum Beispiel hat hiermit weitergearbeitet. Allerdings, indem er diese substanzhaft gefährdeten oder substanziierend gefährdeten Begriffe wie Gemeinschaft und Gesellschaft aufgelöst hat in solche des Gesellschaftshandelns und des Gemeinschaftshandelns. Und mit einer darüber noch hinausgehenden Idee, auf die ich zurückkommen werde, auch von einem Gemeinsamkeitsglauben gesprochen hat. Also so etwas, was Anderson Imagined Community genannt hat, was sich in den Köpfen der Akteure abspielt und nicht etwas, was sozusagen in Beton gemeißelt ist und damit eine ganz besondere Gefährdung für Freiräume des Menschen auch darstellen könnte. Neben Ferdinand Tönnies, Max Weber, können wir auch bei Emil Durkheim grundlegende Einsichten, und darüber wird in dem Papier gesprochen, über Gemeinschaftsstrukturen finden. Es ist sogar so, dass Emil Durkheim von seinen Zeitgenossen dafür kritisiert wurde, dass er germanistisch vereinnahmt sei, weil er eine Tendenz hatte, sich der romantischen Schule der Gemeinschaftstheorien mit anzuschließen. Aber wie wir sehen werden, ist das, glaube ich, ein Verdacht, dem sich Durkheim auch entziehen kann. Was ist Gemeinschaftstheorie bei Durkheim? Es ist die Idee, und wir befinden uns hier übrigens im Durkheim-Salon, nicht ohne Grund. Übrigens hätte Durkheim eine solche Bezeichnung völlig abgelehnt, weil er kein Salonsoziologe war und alles Salonhafte abgelehnt hat, aber viel zu asketisch. Avant tout, je suis fils de Rabbin, sagt er, ich bin vor allem Sohn eines Rabbiners, also mit einem asketischen Hintergrund. Aber die Idee der Gemeinschaft, der Solidarität ist für seine Soziologie zentral. Was hält moderne Gesellschaften, die durch funktionale Differenzierung gekennzeichnet sind, eigentlich noch zusammen? Was schafft das soziale Band, wenn die gemeinschaftsstiftenden Kräfte von Religion, Nachbarschaft, Familien erodieren und der Markt, die Herrschaft, die Politik, die Parlamente, die Parteiungen die Herrschaft über das soziale Leben gewonnen haben? Und Durkheim hat es erklärt mit einem Wandel von einer organischen zu einer, von der mechanischen zur organischen Solidarität, in dem das, was er in bestimmten Rechtsformen indiziert sah, einem Wandel von einem repressiven zu einem restitutiven Recht, wo Mechanismen der funktionalen Differenzierung in Verbindung mit ihrer Normativität, ihren normativen Strukturen, einer normativen Gesamtverfassung dafür sorgen könnte, dass diese Gesellschaften nicht völlig auseinanderfallen und das produzieren, die Ressource produzieren, die knapp ist in Gesellschaften. Nicht nur Geld und nicht nur Güter und nicht nur politische Macht
und andere Medien können knapp sein, sondern auch die Ressource Solidarität, die nämlich die Klassenunterschiede, die Unterschiede in Lebensstilen, Milieus und so weiter überspringen, übertünchen manchmal, aber jedenfalls so verarbeiten, absorbieren kann, dass diese Gesellschaft eher durch zentripetale als durch zentrifugale Kräfte zusammengehalten wird. Das ist die Durkheimsche Idee in Nutzung und in aller Vereinfachung. Das wird hier in diesem Papier angedeutet. Und dann schließlich der große Vertreter einer Gemeinschaftstheorie in der Soziologie, das ist nämlich Tolkien Parsons mit seiner Idee einer Societal Community. Und jetzt würden Sie verstehen, wie wichtig das für dieses Kolleg auch ist, auf diesen Begriff noch einmal zurückzukommen. Denn in der zweiten Phase des Kollegs haben wir uns zunächst beschäftigt mit dem Verhältnis von Recht und Politik. Dort ging es um Fragen von Verfassungskulturen. Weiterhin um das Verhältnis von Recht und Wirtschaft, Regulationsmechanismen und ähnliches, Geldprozeduren, Geld als Kommunikationsmedium und schließlich in der dritten Teilphase um das Verhältnis von Recht zur sozialen Gemeinschaft. Parsons hat dabei die Idee, dass es eine Tendenz zu einer Universalisierung von Gemeinschaft gäbe, die sämtliche Lebensbereiche umschließen würde und der selige Ort der Integration auch moderner Gesellschaften werden könnte. Allerdings wird in der Lektüre von Parsons häufig übersehen, dass das eine analytische Unterscheidung ist und dass wir diesen Ort nicht so ohne weiteres festmachen können. Dort aber, ähnlich wie bei Durkheim, der Solidarität durch den Wandel von Rechtsform indiziert sieht, dort verortet Tolkien Parsons auch das Recht in der sogenannten Societal Community, mit der primären Funktion einer Integration moderner Gesellschaften befasst ist. So wie man hier sehen kann, die Integration-Funktion, die unterschieden wird von der Adaption, von der Goal Attainment und von der Latent Pattern Maintenance-Funktion, so wie es in diesem Bild einmal visualisiert worden ist, dass die Human, the Human Condition heißt. Wir kommen vielleicht darauf noch zurück. Meine Damen und Herren, das alles scheint mit diesem Namen der Großtheoretiker als eine Theorielast, wenn man so will, aber andererseits auch als eine Chance, die Welt durch die Brille von Gemeinschaftstheorie mit zu analysieren. Wenn wir an neuere Autoren über Parsons hinausdenken, etwa Luhmann, der eher sich über die falschen Gemeinschaften und die falschen kollektiven Identitäten amüsiert, sehen wir freilich bei Habermas etwa in seiner Theorie des kommunikativen Handelns oder auch viele Arbeiten, die daran anschließen und darüber hinausgegangen sind, dass es die Idee einer idealen Kommunikationsgemeinschaft gibt und das ist keine Kommunikationsgesellschaft, in der so etwas wie wechselseitige Übereinstimmung, die Orientierung am anderen in einer bestimmten Art und Weise geschieht, indem auf die Bindungskraft von Sprechakten vertraut wird, um so etwas wie eine deontische Kraft zu entfalten, die wiederum dem Thema der sozialen Bindungskräfte verpflichtet ist. Sie werden in dem Papier auch einen Exkurs darüber finden, über die Probleme, die damit verbunden sind, von einer partikularen Gemeinschaft zu einer universalistischen Gemeinschaft zu wechseln, sie auszudehnen, die Vorteile von Kopräsenz, das ist nämlich Gemeinschaft, von emotionaler Nähe, von Überschaubarkeit, von Berechenbarkeit in die Ferne der erweiterten Gemeinschaft zu übertragen. Und das ist mit dem Namen von Helmut Plessner verbunden, der in einer Arbeit von 1922, übrigens als Dissertation in Bonn, von den Grenzen der Gemeinschaft gesprochen hat. Und die Grenzen der Gemeinschaftsbildung, nämlich als solche des Wechsels von einer Tribalhood zu einer Universal Otherhood, oder der Frage, wie es denn eigentlich überhaupt möglich sein soll, vom Partikularen zum Universalen
zu wechseln, die faktischen, materiellen, substanziellen Grenzen einer solchen universalistischen Gemeinschaftsbildung, die wirklich gravierender Natur sind. All dies hat damit zu tun mit der Frage, wie können wir uns eine universale Art von, nicht nur Weltgesellschaft, sondern Weltgemeinschaft vorstellen, die auch mit dem Thema von Solidarität verbunden ist. Und jetzt werden Sie schon merken, wenn wir an die Risikogesellschaft denken, so wie es Ulrich Beck 1986 formuliert hat, und Arbeiten, die jetzt auch wieder neu mobilisiert werden und die im Zusammenhang der Corona-Krise eine neue Bedeutung entfalten, dann ist doch die Frage, die wir uns im internationalen, globalen Kontext stellen, können Kräfte einer solchen Weltgemeinschaft als solidarische Beziehungen der Gesellschaften, der Nationen, der Völker, wie man das früher nannte, und der Menschen untereinander erzeugt werden, kann die Pandemie so etwas wie ein Aufruf zu einer neuen Menschheitsepoche sein? Also solche Fantasien oder solche Wünsche sind tatsächlich auch von philosophischer Seite artikuliert worden und die gegenwärtige Situation als eine Chance begriffen worden, gerade solche Überlegungen anzustellen. Meine Damen und Herren, wenn ich einfach daran denke, an konkretere Beispiele, auf konkretere Beispiele der Beziehungen zwischen Gemeinschaft und Recht zurückzukommen, nachdem wir uns mit der grundsätzlichen Problematik von Gemeinschaftstheorie und dabei insbesondere der Frage, wie wir von partikularen zu universalistischen Gemeinschaften uns fortbewegen könnten. Wenn wir jetzt an konkretere Rechtsbereiche oder Lebenssphären denken, dann springt natürlich der Familienkontext sofort ins Auge. Auch da ist wieder Durkheim einschlägig und auf Durkheim wird auch in diesem Papier Bezug genommen, wo sich die Frage stellt, ist nicht die Familie eben auch in modernen Gesellschaften der Ort, an denen eigentlich für eine Gesellschaft Solidarität entsteht, wie wird Solidarität zwischen den Generationen eigentlich befördert? Das scheint in der gegenwärtigen Debatte vielleicht auch nicht ganz abwegig zu sein. Wenn wir Familie so interpretieren, dass es eine Differenz gibt zwischen Generationen und wir nicht mehr das Modell der Nuklearfamilie von Vater, Mutter, Kind und so weiter vor Augen haben, sondern dass vor allem die intergenerationelle Beziehung Familie im soziologischen Sinne definiert. Dabei haben wir eine Vielzahl zwischen den Kulturen unterschiedlich gebrauchter Redeweisen von Familie, die nur belegen, wie stark auch die Familienkonzepte in zivilisatorische Kontexte und auch in unterschiedliche Rechtskulturtraditionen eingebunden sind. Der Wandel der Familienformen lässt sich im Recht ablesen, aber das Recht hat natürlich auch die Aufgabe, Fehlentwicklungen, Widersprüche zwischen unterschiedlichen Familienkonzepten, die zum Beispiel Heiratsalter betreffen können, die die Stellung der Frau in dem familialen Kontext oder auch noch darüber hinausgehend Zweifel daran aufwerfen können, inwieweit wir mit unserem dualen Schema der Generalisierung nicht weit hinter der Zeit herlaufen und eine größere Vielzahl an Geschlechtern imaginieren müssen. Und dafür gibt es zunehmend auch rechtliche Anerkennung. Also insofern ist Familienrecht ein wunderbarer Indikator für den Wandel von Familienformen auf der einen Seite und andererseits ist es ein besonders dichter Ort von Gemeinschaft, in dem auch, muss man sagen, die Ambivalenzen und das doppelte Gesicht der Gemeinschaftsbildung besonders deutlich werden können. Es ist nämlich auf der einen Seite ist Gemeinschaft immer so etwas wie ein Notzusammenhang, das hat mit der Solidaritätsthematik zu tun. Es kann aber auch, es muss nicht so sein, es kann aber auch eine Art von Terrorzusammenhang sein. Und das ist eine Debatte, die im Moment auch geführt wird, inwieweit die Restriktion, die Kontaktrestriktion nicht Chancen gerade erhöhen
und negative Chancen der Gewaltförmigkeit in gemeinschaftlichen Gebilden, wie sie gerade von der Familie repräsentiert werden, wo die emotionale Nähe, die Kopräsenz eben auch das Risiko enthält, dass sich gewaltförmige Prozesse und Entwicklungen durchsetzen können. Das wird vielerorts im Moment diskutiert, wie wir wissen. Zwei Seiten der Gemeinschaft. Wie und was, welche Bereiche könnten wir einfach noch hinzunehmen? Ich denke, es wäre interessant und ich hoffe, dass das uns in den nächsten zwei Jahren auch gelingen wird, eine von Tönnies sogenannte Gemeinschaft des Ortes näher anzuschauen. Das nennen wir in unserer Sprache sonst Nachbarschaft oder Gebietskörperschaften, wo ja auch Nähe eine Rolle spielt, wo es auch so etwas wie nachbarschaftliche Hilfe gibt, in denen, wo das in traditionalen Dorfgemeinschaften eine Selbstverständlichkeit ist und sehr gravierend wäre, wenn man einem solchen Hilfsbegehren nicht nachkäme und diese Pflichten etwa vernachlässigen, das ist die Exklusion aus dieser Gemeinschaft zur Folge. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass es unendlich viele Nachbarschaftskonflikte gibt und Nachbarschaftsstreitigkeiten, sodass Nachbarschaft eine ungemein interessante soziale Erfahrung ist, wie man vielleicht auch gerade in den gegenwärtigen Corona-Zeiten noch einmal sehen und erleben kann. Auch darauf werden wir später zurückkommen. Aber wenn wir aus dem Nahbereich in weitere Gemeinschaftsregionen schauen, wie die nationale Gemeinschaft, dann sieht man, dass hinter der nationalen Gemeinschaft in einem Mehrebenenmodell, wo wir Regionen, Nationen und dann etwa eine europäische Gemeinschaft unterscheiden, auf einmal wiederum dem Gemeinschaftsbegriff begegnen, wie er sogar von dem Unterhändler Offuls in die römischen Verträge eingeführt worden ist, unter Bezug auf Ferdinand Tönnies. Die Grundbezeichnung der europäischen politischen Institution geht also auf eine kategoriale Idee von Ferdinand Tönnies zurück, also hat einen gemeinschaftstheoretischen Hintergrund. Und wir wissen genau, welche Probleme sich dahinter verbergen, wo diese Gemeinschaft nicht mehr geglaubt wird, wo ein Gemeinsamkeitsglaube in Europa, wie wir doch wissen, nicht richtig funktioniert. Und die Brexiter konnten sich ja darauf berufen, auch ganz abgesehen davon, dass es etwas mit rechtskulturellen Differenzen zwischen Common Law und kontinentalem Law zu tun hatte. Und dass man meinte, also viele Briten meinten, in Brüssel passiert etwas, was wir gar nicht mehr nachvollziehen können, das sind nicht wir, wir finden uns daran nicht wieder. Wo jedenfalls der Glaube daran, sich tatsächlich in einer gemeinsamen Situation zu befinden, was auch gemeinschaftliche Institutionen rechtfertigen würde, so erodiert war, dass es zu diesem für Europa doch sehr unerfreulichen Prozess am Ende auch gekommen ist. Jenseits einer europäischen Gemeinschaft aber können wir uns, wie ich es bereits erwähnt hatte, eine Weltgemeinschaft vorstellen, die allerdings genau den Universalisierungsproblemen unterliegt, wie ich es in den Hinweisen auf strukturelle Grenzen der Gemeinschaftsbildung schon angedeutet hatte. Aber die Idee letztlich, wie sie auch in der UNO und von anderen Institutionen getragen wird, dass letztlich der Bezug einer solch dahinterstehenden Moral nicht mehr der Einzelne, nicht mehr die Nation ist und auch nicht darüber hinausgehende Gebilde, sondern ein Menschheitszusammenhang, der überdies unter den Zeiten einer massiven Gefährdung durch Entwicklungen, die gar nicht in den Gesellschaften allein abläufen, durch sie mitbedingt sind, aber sozusagen naturhaft ablaufen, nämlich wie sie im Klimawandel sich manifestieren, dazu führen, dass die gegenseitige Angewiesenheit aufeinander von Staaten, von Nationen, von Regionen derart zunimmt, dass die Vorstellung und der Zwang, gemeinsam zu handeln, doch immer evidenter wird. Also eine Art von Weltgemeinschaft, die interessanterweise auch in diesem Fall durch eine Krisensituation so ausgelöst wird,
dass wir dies als, auch wenn der Begriff vielleicht ein bisschen merkwürdig ist im Deutschen, aber doch als eine Art von Schicksalsgemeinschaft empfunden wird. Wenn es darum geht, ob eine Gesellschaft, eine Weltgesellschaft überhaupt überleben kann noch und wir uns eine Zukunft denken können, dann ist das doch an Dramatik kaum zu überwinden. Meine Damen und Herren, das war der erste Teil sozusagen, in dem ein wenig Gemeinschaftstheorie, ein wenig Programm für die nächsten 2 Jahre, so wie wir es hier im Kolleg verfolgen wollen, mit ganz fantastischen, interessanten Fellows, mit interessanten Vorträgen, Tagungen, die wir geplant haben, die im Moment allerdings ein bisschen schwer zu realisieren sind, die Forumsabende, Dienstagsabende, das müssen wir jetzt im Weiteren noch sehen, wie wir das auch werden umsetzen können. Und das werden wir im Direktorium genau besprechen, analysieren und dafür bestimmt, wie ich hoffe, auch gute Lösungen finden. Und in gewisser Weise ist es vielleicht heute auch eine Art Test dafür.